Da kommt jetzt schon wieder und kontrolliert. Komm, sag, kommt und kontrolliert, wie das Baum. Hallo und willkommen zurück bei Keep Up Survival. Nach dem aktuellsten Update haben wir schöne Sachen. Deko. Wir können viel Deko machen. Wir haben zwar keinen Markt, aber wir haben Deko. So, wo ist da? Guten Tag. Wo ist mein Markt, meine Schubkarre, meine Stände? Nichts wurde umgesetzt. Hier, aber links. Wir haben eine Küche. Wir haben leider eine Aufnahme verkackt. Bisschen. Ja, dadurch konnten wir den Bau nicht, konnten wir nicht mehr verwenden. Wir haben es versucht, aber ging nicht mehr. Also die Vera aus dem Discord, die hat uns auf die Idee gebracht, eine Kirche zu bauen. Und Sobo hat es auf seine Art umgesetzt. Und so sieht vielen Dank, Vela. Ja. Ja, Ideenklau von Vela. Also keine eigene Idee, sondern abgeguckt. Genau. Aber ich glaube, da ist uns nicht böse. Mit Lubico. Ja, ich weiß bloß noch nicht. Wie ich's weiter baue. Da bin ich mir noch nicht so schlüssig, weil das ist ein ganz schöner, Bunker. Ja, warte mal noch, bis ich fertig bin mit Bauen. Also das ist erstmal hier nebensächlich. Nö, für mich ist das ganz wichtig. Ich will nämlich sehen, Die Dekobank bauen. Ja, die machen wir auch. Aber trotzdem habe ich jetzt erstmal die ganzen Bänke in der Tasche. Und die würde ich gerne loswerden. Und die Dekobank ist erstmal. Tische? Kann man die Tische noch bauen an der alten Bank? Eins, kannst du probieren. Weil nach dem Update sind alle Tische verschwunden. In unserer schönen Taverne. Weil die neu zugeordnet wurden. Und da müssen wir erstmal gucken, dass wir da wieder einen Tisch drunter stellen und dann die Sachen. Das kannst du ja schon mal machen. Ja, ich gucke mal. Dekobank baue ich gleich. Will mich nur wieder gerade über mein Parallelproblem ärgern. Aber ich glaube, die Tische gibt es nur noch in der Dekobank. Die gibt es nicht mehr in den normalen Bänken. Ja, gucke ich gleich. Ich baue sie gleich. Ja. Eins, zwei, drei. Wenn ich da nochmal hin muss. Wohin? Naja, da, wo du das jetzt alles hingesetzt hast. In der Mitte baust du nichts mehr. Auf dem Boden. Vielleicht muss ich mir eine Rüstung bauen. Innen drin oder so. Nee, baust du nicht. Ich baue jetzt eine Dekobank. Die gucken wir uns an. Die ist hier im Menü. Lala, Bastelbank, ja. Da ist er. Zack. Da ist alles so, drin. Bertrand, hier stelle ich sie hin in der Ecke. Geh weg. Zack. Geh weg da. So, dann gucken wir mal. Oh, Couch. Couch. Eine Lounge für meine schöne Jugendherberge. Ein Bett. Oh, hier ist ja noch ein schönerer Bett. Das baue ich mal kurz. Bücherregal. Alter, das will ich. 1, 2, 3. Jetzt sag, dass es... Das ist schönes. Ja, das ist wunderschön, sind ganz tolle Sachen, aber es ist kein Marktplatz. Nicht meine ganzen Ideen, die ich hatte. Eine Badewanne. Das ist eine Tabelle 1. Tabelle 1. Na, du liest Tabelle, ich lese Strauch. Mehr Strauch. Bücherregal. Alter, da können wir ja richtig geil die Jugendherberge. Da fange ich jetzt mal an. Ich gehe mal mit dem, was ich schon gebaut habe. Ich muss wahrscheinlich noch mehr. Oh, wie die Kirche aussieht. Und hier, ich muss erstmal ein Foto machen. Look. So, ich gehe mal ganz kurz hier hin. Und das muss ich mal ganz kurz machen. Gib her. Ey, mein Tresen ist weg. Bau mal einen Tisch bitte für die Jugendherberge. Meine Lampe schwebt in der Luft. Holzstamm 8, Nägel 6. Oh, so viel Deko. Ich will mehr. Noch mehr. Das reicht ja wohl erstmal. Nein. Boah, jetzt war ein Tisch. Spott ja nicht. Bücherregal. Hier, Aufenthaltsraum. Oh nee, hier fehlt meine Tische. Bau mal erstmal die ganzen Tische.
Ja, sieht schön aus. Passt perfekt. Ja, drücken, drehen. Nein. Elternzimmer ist eh nicht so schön. Hier. Elternzimmer. Elternzimmer? Hm. Mit Eltern, mit Kind. Oh, jawoll. So. Ich stelle das erstmal hier so grob hin. Umbauen kann ich ja immer. So. Ist noch ein Bett. Und eine Bank. Auf jeden Fall brauchen wir noch ganz dringend Tische. Das sieht ein bisschen komisch aus, wenn die Lampen überall rumschweben. Ja. Ich stelle gerade hier bei den Dingern was drunter. Wir können die Lampen ja dennoch abbauen, wenn der Tisch drunter steht. Nee, die Lampen sind also doch ich habe jetzt noch. Ja, aber um das wieder gerade zu machen, halt. Ich habe jetzt noch zwei Tische. Wo soll ich denn hinstellen? Jugendherberge, Rezeptionstisch und okay. Aufenthaltsraum in einer Jugendherberge. Wollen wir Jugendherberge, Rezeptionstisch und einen anderen nehmen? Oder? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das gerade ist. Nee, du wolltest es ja so ein bisschen schräg haben, ne? Dass die Lampe nicht direkt. 6. Wollen wir alles, um anzugucken, wie es aussieht, einfach. Badewanne. Oh, Toilettenschüssel. Können wir ja unser WC einrichten. Stühle. Mhm. Sessel. Oh, was wir alles bauen können. Bin jetzt aufgeregt gerade. Was steht denn hier für ein grüner Klumpen? Das Deko. Du musst da außen hinstellen. Nein, das innen. Ah. Was ist denn das? Warum geht denn das nicht hoch? Hängt das an der Wand? Ah, ich jetzt die Lampe. Ja, ah, verstehe, okay. Die hängt zwar da doof, aber ist ja egal. Hm, da kommt es schon wieder und kontrolliert. Komm, sag, kommt es und kontrolliert, wie das Baum. Nein, ich will. Guck mal, wenn ich jetzt den Tisch abbaue, den ich da drunter gestellt habe. Kannst du die Tische auch gerade und parallel stellen? Weil die stehen verschwindet, alle krumm. Ja, dann verschwindet auch die Lampe. Ja, aber guck doch mal, wie du die gebaut hast. Ja, deswegen baue ich die ja gerade wieder ab. Boah, die Lampen verschwinden auch und die sind weg. Mhm. Weg. Die sind einfach weg. Brauchst du, willst du Tische haben? Ich will genauso, wie es war. Oh je. Geht nicht, alle kaputt. Hör auf, alle. Du kannst mich töten damit. Ach stimmt, hier war ja was. Aber guck mal, die gucken hier hinten durch. Mhm. Die Blumentöpfe. Na und? Mach nicht so viel olle Blumentöpfe. Oh je. Ich hätte es nicht sagen sollen. Ist kein Blumentopf, ist ein Stuhl. Ach so, ein Stuhl, okay. Aber das ist doof, dann können die hier ja nicht mehr sitzen. Die sitzen da. Warum sind denn die Blumentöpfe jetzt eigentlich auf der Seite? Alter. So, jetzt nochmal. Blumentopf. 0. So, guck mal, ob er jetzt immer noch. Warte mal. Hilfe. Was freust du dich so diebisch? Schön. Ich glaube, ich brauche erstmal Bänke. Also, die gucken immer durch.
Ja? Ich hab's jetzt nah und weit, also vom weitesten entfernt. Aber jetzt hängen sie auf jeden Fall gleichmäßig und von der Seite, also fast gleichmäßig. Was hast du jetzt hier drin gemacht, worüber du dich... Oh, Flaschen! Siehst du? Voll geil, oder? Ja, kannst du auf den Tresen das unterstellen? Nee, wa? Das ist ja nur so eine Wand, da geht das bestimmt nicht. Aber selbe. Doch, das geht bestimmt. Ja? Geil. So. Oh, komm mal rüber hier. Oh. Sip. Dahin. Krass, wa? Hm? Was man denn sich da so in abspielen kann. Finde ich auch. Kann man die hier ranhängen? Was lassen? Guck. Guck mal hier. Ein Blumenkasten. Das ist auf der falschen Seite. Der Zaun ist falsch rum, wa? Mhm. Vielleicht kann ich den ja auch nochmal drehen. Warte mal. Ja, dreh ruhig. Mit dem Balken nach außen. Sieht zwar doof aus. Aber es geht nicht. Probier mal, komm mal her. Aber ich kann ja nicht, wenn du das gebaut hast. Ah, nee. Alter, lass es doch außer Hand, du Dummet. 6. Kuh. Nee, das meine ich nicht. Hier, nimm mal. Und setz ihn mal ruf richtig rum. Den hast du gerade weggenommen. Boah, er hat gar nicht abgerissen, er hat gerne eine Tasche genommen. Nee, du hast ihn kaputt gemacht. Aber versuch den mal andersrum zu setzen, bei mir geht's nicht. Da ist rot. Sechs. Oh, wie schön. Ich will ganz viele Blumen bauen. Geht nicht ans. Nee, ne? Anders, das geht nicht so, wie man. Oh, was ich alle bauen kann. Oh, mein Stuhl. Hier ist noch eine Lampe. Mhm. Ja, die sitzen so drauf, so mehr oder weniger. Nee, das sieht doof aus, denn mir fällt mir das so rum schon besser. Als wenn die in dem Zaun so verbohrt sind. Denn so ist es ja wie so ein Geranientopf, weißt du, in diesen bayerischen Häusern, wenn die so vorne vom... Ich muss noch was bauen. Ich hab noch zwei Stühle, hohe Stühle. Und ich hab hier so was, was ist das? Ja, aber. Brauchst du mal hier draußen wieder den Biergarten auf? Ja, gleich. Gleich. Ich muss erstmal den Leuten eine Sitzgelegenheit geben. Welchen Leuten? Unseren Dorfbewohnern. Mann, du hast viel zu wenig Fantasie. Oh, hier sind ist denn hier eine Lampe drauf? Aber die geht nicht an, wa? Nee, leider nicht. Gar nicht. Aber ich wollte hier eigentlich... Ich stelle es einfach nur hin und freue mich, dass ich es hinstellen kann. Kannst du das Radio auch mal... Und die Lampe wieder wegmachen, weil es gibt hier so einen Tresen. Guck mal gleich. So. Das Radio weg und die Lampe weg. Ich glaube, das Radio hat nicht ich gebaut, oder? Plopp, warte. Plopp. So, guck mal. Mhm. Oh, nee. Das ist ein bisschen lütt für den Tresen. Boah, das wäre ein geiler Tisch für die Rezeption. Ja, stimmt.
Hab auch so ihn. Oder als Abt hier in der Kirche, wo die Spenden hinkommen. Hier so eine Spendenecke. Geht mal hier. So eine Spendenecke. So. Oh, ich will Blumen. Ich will ganz viele Blumen bauen. Wenn ich schon meinen Marktplatz nicht bauen kann. Ich hab einen Teppich in der Tasche. Warum? Hast du gebaut? Nee, der haut irgendwas nicht hin. Wo sind denn die Bänke? Da. Ich hab irgendwas abgebaut, aber ich hab dafür einen Teppich in der, im Inventar und keinen, was ich auch immer ich abgebaut habe. Oh, Post? Und dann können wir unsere WC-Einrichtung bauen. Naja, Tim im Discord hat gesagt, ey, das ist eine Jugendherberge. Ja. WC ist nur für Leute, die richtig Geld bezahlen. Unsere WCs sind für Jugendherberge absolut angemessen. Finde ich auch. Aber trotzdem kann man ja, wir könnten ja noch so ein Zusatzgebäude an die Jugendherberge bauen für die reichen Leute mit einem richtigen Klo. Mhm. Ich muss erstmal hier hübsch machen für die Leute, die viel bezahlen. So. Und dann. So. Von außen vielleicht? Oh ja, das sieht schön aus. Aus? Nein. Nicht schön aus? Oh, hier ist mein Mail. Geh doch da hin. Warum geht's nicht? Viel schöne Spielereien. Ich will mehr. Wo hast du denn eigentlich die Flaschen her? Die waren doch ja nicht zu fertigen, oder? So? Ich hab jetzt einen Briefkasten vor der Tür. Schön. Nein, fehlt eine Bank. Ich hab nur eine Badewanne. Warte mal. Ja, dann soll ich das drüben abreißen und du baust dann richtig Klo hin? Nein, die Klos sind gut für die Besucher. Die hey, wir machen zwei schöne Klos. Genau. Mit einem Läufer und so. Ah, hier ruckelt es bei mir mal so. Welche nehmen wir denn? Die ersten sind die schönen Klos, oder? Wissen nicht, also ich würde es so lassen und. Ja, wir brauchen aber einen richtigen Boden. So, da haben wir einen richtigen Boden. Die steht falsch. Ich bade gerade. Aber vielleicht können wir das in eins von den Zimmern stellen. Ja. Nein. In der Ecke. Die Zimmer haben doch kein Bad. Das ist doch nur zum Schlafen. Okay, dann machen wir hier. Anschluss? Dann machen wir hier Duschen, also Bad. Ja. Also. Wisst ihr? Und auf der anderen Seite ist AA. F, Boden. So.
Da kannst du. Mhm. Da kannst du ihn ausspielen. Schöne Wanne mit einem Läufer davor. Wo ist er? Da. Dann gibt's doch schöne Bäder für unsere Leute. Also schöne Gemeinschaftsklos. So, wir brauchen noch eine Bank. Eine Bank bitte. Nein. Nein. Noch Pflanzen. Oh. Aber dass die Lampen da denn verschwindet, ist mir nicht so schön. Die sind echt teuer gewesen. Ich geh nicht. Warum nicht? Jo, dann können wir noch einen Zaun bauen. Einen neuen. So, soll ich dir mal andersrum setzen? Wen? Ah, nee, zeig dir nicht andersrum. Egal. Schab dich nicht. Doch. Da geht's! Gut, also. Oder was, du Spasten? Scheiß. Was? Was denn nur? Ja. Wie redet ihr denn? Ich schreie eine Pflanze an. Komm her. So, jetzt aber so ein Tresending. Tisch rein. Oh, ich glaube, der ist zu klein. Schief. Wo ist eigentlich meine Schubkarre? Hm. Man weiß es nicht. Krass, wie man sich so ausspielen kann, ne? Oh Gott, und du kannst so viel dekorieren mit den ganzen Sachen. Stimmt. Was haben wir denn noch schön? Hm? Ich hab kein Menü mehr. Da. Ah, Fernseher. Ich hab keine Elektronik. Kommode, Bücherregal, Teppich, Banktisch, Tabelle, Toilettenschüssel, 1, 2, Waschbecken, noch ein Waschbecken, Badewanne, ich weiß nicht, ob ich das alles habe. Ja? Dann geh mal zu den Sanitäranlagen. Was fehlt mir denn noch? Nägel? Nägel fehlen mir. Nägel ist ja kein Problem. Warum krass. Hab ich nichts davon in der Tasche? Doch, da. Komm her. Gibt's da ein Doppelbett? Ja, ich habe auch schon eins gebaut. Am Fenster war. Geht nicht. Nur so. Mhm. Ah, nee. Mit Waschbecken. Okay. Weiß auch nicht. Liegt das daneben? Geht nicht anders, wa? Nee, hier. Ich kann nicht weit genug zurückgehen. Shit.
Geht nur eckig. Ja. Nee. Kein schöner Tresentisch. Also muss ich wieder so eine halbe Wand dahin bauen, oder? Man muss halt ganz weit raus hin. Hm. Ja, die Bäder sind definitiv zu klein. Echt? Muss man noch größer bauen, ja? Ja, weil die Sachen kann ich nicht an den Wänden anbringen, wenn ich diesen Winkel nicht... Also ich kann nicht weit hier noch raussehen. Ist immer rot. Oh. Nur hier unten, das ist scheiße. Ja, das geht nicht. Hm, cool. So, nochmal. Aber vielleicht, wann war es? 7? Geh mal weg. So, machen wir mal weg. So, dann nehmen wir mal das Waschbecken. Und drehen halt. Ja, ich kann nicht weit genug an die andere Seite gehen. Soll ich eine Wand rausreißen oder so? Komm mal her, ich zeig dir mal, was ich meine. Ja, ich bin unterwegs. Mhm. So, warte mal. Du schwimmst. Na, hier ist so eine doofe Ecke. Okay. Oh, ist falsch rum. Fuck. Das zählt natürlich nicht. Warte kurz. Kannst du nicht runterfallen. Nee. Geh mal in das hier. Pass mal auf, ich werf dir mal was hin. Nimm das mal. Und jetzt versuch das mal hier an irgendeiner Wand, egal ob rechts oder links. Das geht nicht, weil du den Abstand nicht einhalten kannst. Also du kannst das anbringen, aber könntest du nur ganz tief unten hinstellen. Du müsstest eigentlich, genau, du müsstest viel weiter nach links rausgehen, um das oben, an, also da, wo ein Waschbecken eben hinkommt. Ist immer rot sonst, weil du nicht weiter zurücklaufen kannst. Oh, da ist ja ein Loch an der Wand. Oh. Ja, hier. Ja. Also du kannst dem anderen beim Pullern zugucken. Ja, sollte man vielleicht erstmal die Wand schalten. Man ist halt eben in der Ecke, wa? Verspecken. Das ging doch nicht. Aber der Spiegel ist nicht zu sehen. Deshalb, ist zu tief. Ja. Der Spiegel ist... Also, ja, du hast es zu weit durch die Wand. Du musst... Das ist das Problem. Du müsstest doch 3 Schritte zurück, dass der Spiegel sichtbar ist. Und das geht nicht, weil da eine Wand ist. Ich glaube, der wird einfach nicht angezeigt. Doch, der wird angezeigt. Pass mal auf. Hier, wenn du jetzt zum Beispiel hier weiter raussehen kannst... Ist jetzt so laggy bei mir. Ja, du schwimmst doch die ganze Zeit. Tja. Guck, jetzt ist der Spiegel sichtbar. Wenn du den Abstand einhalten kannst. Oh, wenn die so lecken würde. Ja, deine Schwimmer. Jetzt geht es. Stimmt. Was war das? Na, die Wand ist andersrum. Ach so. Okay. Vielleicht ein bisschen hoch, aber ist für große Leute eben das Bad. Ja, und hier muss ich jetzt auch so machen, dass diese Balken innen sind. Ah, okay. Das war das. Genau. Verstehe. Ich sag ja, meistens ist das unser eigenes Problem, und ne? Denn, das ist ja Jugendherberge, ja? Mhm. Kann ja auch offen bleiben. Da könnte man ja denn... Ja, oder könnte man denn... So. Ja, genau. Dann können sie sich beim AA noch ein bisschen unterhalten. Schön. Aber können sich nicht auf den Piepes kicken. Außer derjenige ist groß. Ich könnte jetzt zum Beispiel darüber gucken.
Ja, aber nicht beim Sitzen. Kannst du mal aufhören zu schwimmen? Das macht mich ganz dumm. Ja, ich muss mal weg hier. Ja, wir sind ja auch fertig, glaube ich, für diese Folge. Wenn du jetzt hier zurückkommst, schwimmst du... Ja, du schwimmst weiter. Echt? Ja, geil. Oh, warte, ich muss ein Bild machen. Jetzt fliegst du. Ja, ich bin mal ins Wasser gegangen. Dann schwimme ich. Wir sind ja auch fertig. Wir machen Schluss für heute. Wir werden uns eventuell die Tage mal auf Twitch sehen. Dann zeigen wir euch die Deko-Sachen nochmal ein bisschen live. Könnt ihr mit drin kommen. Vielleicht machen wir auch auf unserem Server ein, zwei Plätze mehr, sodass vielleicht ein, zwei Leute aus dem Discord noch mit reinschauen können. Könnten wir vielleicht machen. Je nachdem, wie. So, zu bestimmten Zeiten. Er kann sich dann irgendwo mal ein bisschen niederlassen und ein bisschen rumbauen, wer Bock hat. Gut. Vielleicht finden wir da eine Zeit. Gut, dann denn. Sehen wir uns wieder in der nächsten Folge oder auf Twitch. Bis dahin. Haut darin. Ciao.